natürlich nur die wunderbarsten Erinnerungen natürlich. Und wenn wir natürlich hier in dieser heiligen Halle wiederkommen, haben wir ja quasi Pippi in den Augen. Qualität sehr, sehr hoch gehalten wird, dass eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit den Themen stattfindet. Der Beweis dafür, dass man ein Bild und eine Tätigkeit entwickeln kann, die zeitgemäß ist, die sich eben dadurch auszeichnet, dass man aus dem ganz großen Umfeld, städtebaulichen Umfeld, ins Detail, in das einzelne Gebäude, in die einzelne Wohnung hinein denken kann. Ergebnis sieht man jetzt da oben und wieder erwarten wurde der Wettbewerb dann gewonnen und wir durften dann 6 oder 7 Jahre lang hier an dem Plan dann arbeiten. Wir kennen uns hier auch von vor 15 Jahren, haben schon zusammengearbeitet und ich bin jetzt wieder hier bei Aztok und ich glaube, es ist irgendwie toll, dass es irgendwie so ein bisschen wie so eine Familie, weil man trifft halt viele alte Gesichter wieder. Das ist natürlich auch ja, großer Rahmen einfach, aber es ist einfach schön, dass man irgendwie mit diesen Vorträgen einfach einen guten Einstieg hatte, ja, und sich jetzt hier irgendwie ganz entspannt so alte Gesichter trifft und Spaß hat und einen schönen Abend verbringt. Graves nahm am Abend seine Skizzen heimlich mit ins Hotel aus Angst, dass sie gestohlen würden. Dabei wäre es doch ein großes Kompliment gewesen, wenn man ihm die Skizzen gestohlen hätte. Seitdem verteilen wir unsere Skizzen immer Open Source unter den Leuten. Ein Jubiläum, was wir heute feiern, und ein Jubiläum hat natürlich immer zur Folge, dass man sich zurückbesinnt und einfach mal schaut, was man da so gemacht hat. Die Highlights sind natürlich großes Hallo, großes Wiedersehen, sehr schön, und auch die große Stärke von Aztok, einer der vielen, so gesellige Abende auszurichten. Guter Laden. Einfach herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und darauf auf die nächsten 25 Jahre.